Wir sollten nach über einem Jahr während dieser Pandemie jetzt endlich gelernt haben, dass es darum gehen muss, die Rahmenbedingungen für eine Bewältigung dieser Pandemie hinzubekommen. Dazu gehört Impfen, dazu gehört Testen, aber dazu gehört nicht, die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger immer weiter einzuschränken. Wir sprechen heute über das Thema Ausgangssperren. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen haben sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin entschieden, die Maßnahmen weiter zu verlängern. Aber statt sich mal konkret darüber zu unterhalten, wie man das Impfen beschleunigen kann, wie man das Testen beschleunigen kann, hat man sich darüber unterhalten, an welchem Tag an Ostern Supermärkte geschlossen werden. Das geht in die komplett falsche Richtung, aber die Krone wird dem Ganzen aufgesetzt, durch die Diskussion über Ausgangssperren. Ausgangssperren sind ungeeignet. Wir wissen doch mittlerweile, dass es in dieser Pandemie darum geht, die Kontakte in geschlossenen Räumen zu reduzieren. Und wenn man Menschen verbietet, an die frische Luft zu gehen, wenn man Menschen verbietet, abends mal einen Spaziergang zu machen, wenn man Menschen verbietet, sich in kleineren Gruppen, vielleicht in der Familie, im Freundeskreis, draußen zu treffen, dann hat das in keiner Weise etwas damit zu tun, die Ansteckung zu verhindern, sondern dann ist das reine Schikane und dann ist das ein Armutszeugnis, dass wir uns nach einem Jahr immer noch über solche ungeeigneten Maßnahmen unterhalten. Ausgangssperren sind auch unverhältnismäßig. Der Nutzen, der dadurch erzielt wird, ist minimal und steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der durch Ausgangssperren angerichtet wird. Für Familien, die sich den ganzen Tag zu Hause aufhalten, die ihre Kinder, die ihre Angehörigen zu Hause betreuen, für Menschen, die den ganzen Tag im Homeoffice sind, für Menschen, für die ein abendlicher Spaziergang etwas ist, worauf sie sich freuen, um körperlich und geistig wenigstens ein bisschen fit zu bleiben in dieser schwierigen Zeit, haben Ausgangssperren eine ganz negative Auswirkung und deswegen sollte man auf dieses Instrument verzichten. Ausgangssperren sind auch mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten behaftet. Das haben wir doch in einigen Bundesländern gesehen, wo Gerichte entschieden haben, dass sie ja unrechtmäßig sind, wenn nicht im Einzelnen dargelegt werden kann, wie sie genau zu begründen sind. Und es ist auch eine Unart, wenn die Ministerpräsidenten im Zusammenhang mit der Ministerpräsidentenkonferenz solche Instrumente in den Raum stellen und sich die öffentliche Debatte dann tagelang um Ausgangssperren dreht, statt um die Frage, wie man das Impfen und das Testen beschleunigt. Wir sollten nach über einem Jahr während dieser Pandemie jetzt endlich gelernt haben, dass es darum gehen muss, die Rahmenbedingungen für eine Bewältigung dieser Pandemie hinzubekommen. Dazu gehört Impfen, dazu gehört Testen, aber dazu gehört nicht, die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger immer weiter einzuschränken. Wir haben ein Recht darauf, dass Corona die Freiheit in der Gesellschaft nicht zerstört. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen auch Einschränkungen hinnehmen in der Bekämpfung dieser Pandemie, aber wir müssen auch uns darauf verlassen können, dass die Politik nicht kopflos agiert und mit solchen Diskussionen und mit solchen Maßnahmen das Vertrauen der Bevölkerung in die Pandemiebekämpfung immer weiter zerstört.